So, willkommen zum zweiten Teil der sechsten Vorlesung. Wir schauen uns Beispiele bezüglich der Strings an. Ich lege mal zwei Variablen, einmal s als Feld. Ich verwende die Variante, wo ich initialisiere. Das heißt, die Größe weglasse und einmal das gleiche als Zeiger. Wenn wir das Programm starten, dann sehen wir gleich die unterschiedliche Behandlung der Variablen. Wir sehen jetzt hier, unsere Variable s ist nicht initialisiert. Wenn ich sie initialisiere, dann steht im Speicher die Zeichenkette Hallo. Während unser sp, was im Moment auch nicht initialisiert ist, als Wert tatsächlich eine Adresse aufnimmt. Ich werde das mal ein bisschen rüberschieben. Dann sehen wir, dass unser sp jetzt auf die Zeichenkette Hallo zeigt. Um zu verdeutlichen, was für ein Unterschied das hier ist, gebe ich mal hier oben die Größe an. Ich mache mal ein Feld der Größe 100. Wenn wir uns das anschauen, dann zeigt die Virtual CID gar nicht alle Zeichen des Feldes an. Sie kürzt ein bisschen ab, aber wir sehen, ein riesengroßer Speicherbereich ist jetzt reserviert. Und wenn wir initialisieren, wird dort Hallo reingeschrieben und der Rest des Speichers wird mit 0 aufgefüllt. Während unser SP ist gleich geblieben, unser SP verweist auf die Zeichenkette Hallo. Wir sehen das auch ganz schön, wenn wir die Normaldarstellung wählen und nicht hexadezimal. SP zeigt auf die Adresse 0x1000 im Speicher. Das ist unser konstantes Segment. Und wir sehen auch im konstanten Segment die Zeichenkette Hallo, die ist dort einmal abgelegt. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal, was funktioniert. Wir können aus Hallo, und ich nehme die Größe hier nochmal raus, machen hier 12 Bytes, das langt. Ich möchte aus Hallo Hello machen, das sollte recht einfach möglich sein. Das heißt, wir schreiben bei s an den Index 1 ein kleines e. Achtung! Hier keine Zeichenkette, sondern wirklich das einzelne Zeichen. S-Index 1 ist vom Typ Character, ist also ein ganz normaler Integer-Wert und wir verändern den jetzt hier mit einem Zeichenliteral. Wir könnten auch die 99 reinschreiben, das würde auf das Gleiche hinauslaufen. So, unsere Modifikation macht aus dem A ein E an der Stelle. Wenn wir das Gleiche versuchen mit sp, greifen auf sp, Index 1 zu, wollen dort ein kleines e abspeichern. Wir schauen uns an, was jetzt passiert. Also in s funktioniert das Ganze. Wenn wir jetzt sp verändern wollen, dann stürzt unser Programm ab. Wir kriegen einen Segmentation Fault hier an der Stelle, was auch irgendwo verständlich ist. Ich kann in meinem Programm keine Konstante modifizieren. Es steht ja Hallo im Programmtext. Ich kann nicht den Programmtext zur Laufzeit auf Hello abändern. Das geht nicht. Das heißt, ich versuche hier geschützten Speicher zu überschreiben. Das funktioniert nicht. Ich schreibe mal hier fatal hin, das sollten Sie also niemals tun, und kommentiere das Ganze mal aus. Was wir aber machen können, wir können natürlich sagen, dass unser sp gleich hello ist. Wir schauen uns das an, also Zuweisung, Buchstabe tauschen, und unser sp wird jetzt von hallo zu Hello wechseln. Das funktioniert. Warum funktioniert das? Ganz einfach, wir modifizieren nicht das E an der Stelle, sondern man sieht es ganz gut an der Adresse. Wir verwenden jetzt ein anderes Literal. Das heißt, in unserem konstanten Segment haben wir sowohl ein Hallo als auch ein Hello. Nun schauen wir das nächste an, was nicht gehen sollte. Kann ich nicht auch S einfach auf Hello zeigen lassen?
Wie gesagt, in einigen Büchern lesen Sie, dass Stringvariablen als Zeiger und Felder eigentlich das gleiche sind. Hier sieht man beim Übersetzen, das funktioniert nicht. Ich bekomme hier den Fehler, dass die feste Array-Adresse nicht modifiziert werden kann. S ist ja constant. Das heißt, ich darf zwar den Inhalt verändern, was wir gerade gesehen haben mit dem Buchstaben E, ich kann aber nicht das Feld auf einen anderen Speicherbereich zeigen lassen. Also auch hier, Portal geht nicht. Und wir haben jetzt gelernt, wir können einzelne Zeichen innerhalb einer Zeichenkette, die als Feld angelegt ist, variieren. Wir können nicht die Adresse des Feldes verändern, also nicht S auf eine andere Zeichenkette zeigen lassen. Aktuell, und das lernen wir dann in der nächsten Vorlesung, wie das eleganter geht, aktuell müssten wir jedes Zeichen einzeln ändern. Also wenn wir zum Beispiel die Folge Height rausmachen wollen, dann können wir sagen, S-Index 1 ist ein I, S-Index 2 ist zum Beispiel ein Rufezeichen und dann soll unsere Zeichenkette auch schon beendet sein. Das heißt, wir können unseren S-Index 3 terminieren mit der Nullterminierung und so können wir die Zeichenkette S modifizieren. Schauen wir uns das mal an. Als erstes E draus gemacht und jetzt machen wir ein I draus, ein Rufezeichen und wir terminieren. Wir schauen uns jetzt mal gleich die Ausgabe an, denn das ist ganz interessant, wenn wir jetzt quasi mit printf das S ausgeben. Mache vielleicht davor die Änderungen. Wir können es hier nochmal ausgeben und wir können es hier unten nochmal ausgeben. Das ist dann 1, 2 und 3. Wenn wir das Programm laufen lassen, dann sehen wir Hallo, unser Hello und unser Hi. Wir erkennen aber auch, dass im Speicher das O nach wie vor vorhanden ist. Das heißt, unser printf Ausgabe terminiert die Ausgabe hier bei der Nullterminierung. Wir überschreiben nicht das komplette Wort, wir schreiben nicht komplett überall Nullen rein. Es genügt, eine Zeichenkette mit einer Nullterminierung zu beenden. Wozu brauchen wir jetzt Stringvariablen, die als Zeiger agieren, wenn man mit dem Inhalt scheinbar doch nichts machen kann? Nun ganz einfach, wir können unser SP natürlich auch auf unser S zeigen lassen. Gehen wir an die Stelle. Das heißt, jetzt zeigt unser SP auf S und damit auf Speicher, der modifizierbar ist. Das ist jetzt hier grün dargestellt, also gelb-grün. Und vorher hatten wir die Konstante, die unveränderlich und blau dargestellt war. Ich kann jetzt über SP auch S verändern. Das heißt, ich mache jetzt mal das Rufezeichen raus. Mache die Nullterminierung raus. Und schreibe hier Hi Mob. Und am Ende noch ein Rufezeichen. So, wenn wir jetzt anschauen, was passiert, dann sehen wir jetzt, wir weisen SPS zu. Und jetzt fangen wir an, das S über SP zu modifizieren. Das heißt, das Rufezeichen ist weg. Jetzt haben wir das M, jetzt steht sogar schon MO da, aber mit einem kleinen O. Wir schreiben das große O, das P und das Ausrufezeichen. So, was ich jetzt vergessen habe, ist, ich wollte das nochmal ausgeben. Und wir bekommen unseren veränderten Inhalt. Wir werden jetzt in der nächsten Vorlesung kennenlernen, dass wir mit Zeigern natürlich uns sehr schön und sehr elegant innerhalb von Zeichenketten bewegen können und diese modifizieren können.
Natürlich werden diese Zeiger immer auf veränderbare Bereiche verweisen. Vielleicht noch ganz kurz zur Ausgabe mit printf. Ich kann aus der Zeichenkette, die ich gerade gemacht habe, erstmal die ersten zwei Buchstaben extrahieren. Also zum Beispiel %.2s. Dann kommt jetzt aus unserem S eben nur das Wort Hi raus. Wir machen ein Leerzeichen. Ich mache mal GDP und. Und ein Ausrufezeichen, Zeilenumbruch. Und an zweiter Stelle möchte ich Mob ausgeben, also maximal 3 Stellen. So, wir haben gelernt, das S ist ein Zeiger. Das heißt, wir übergeben zur Ausgabe das S an die Funktion printf. Damit zeigt S auf den Beginn der Zeichenkette und wir geben das Hi aus. Ich möchte jetzt an zweiter Stelle das Mob ausgeben. Das heißt, ich kann diesen Zeiger natürlich auch verändern. Wenn ich jetzt S plus 3, das heißt H, I, Leerzeichen, weiterspringe, dann zeigt man S plus 3 auf mein MOP. Und das möchte ich ausgeben. Wir haben Hi Mob. Wir haben Hi GDP und Mob. Das Rufezeichen ist natürlich jetzt hier. Wir können natürlich auch zur besseren Unterscheidung ein Fragezeichen verwenden. Dann sehen wir, dass wir genau diese 3 Zeichen ausgegeben haben. Das, was wir hier machen, dass wir den Zeiger, also die Adresse der Zeichenkette verändern, das ist erlaubt. Das können wir sowohl mit Feldern als auch mit Zeigern. Bei Feldern dürfen wir diesen Wert halt nicht dieser Zeichenkette zuweisen. Was also nicht geht, das sehen wir gleich wieder, wenn wir übersetzen wollen. Das funktioniert nicht. Das ist fatal. Was aber geht, das ist SP gleich S plus 3. Und ich glaube, damit können Sie schon erahnen, welche Funktion Zeigervariablen haben. Eben, sie iterieren über Zeichenketten. Das heißt, unser SP zeigt jetzt auf den Beginn von S. Und wir können jetzt einfach ihn um 3 Zeichen verschieben. Wir können uns so innerhalb von Zeichenketten sehr gut bewegen. Aber dazu mehr in der nächsten Vorlesung. In der nächsten Vorlesung schließen wir das Thema Strings ab. Das heißt, wir lernen noch die Eingabe und die Verarbeitung von Strings in C. Also bitte nicht in Zukunft Zeichenketten zeichenweise initialisieren. Das können Sie jetzt zum Experimentieren machen. Ich möchte aber in keinem Programm sehen, dass eine Zeichenkette Zeichen für Zeichen initialisiert wird. Also in der Prüfung müssen Sie sich das vorstellen, wenn Sie da maschinenorientiertes Programmieren ausgeben und jedes Zeichen einzeln initialisieren, dann kostet das sehr viel Zeit. Wir lernen natürlich in der nächsten Stunde, wie das sehr viel eleganter funktioniert. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum stellen. Ansonsten bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.